Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar 3 Pin-Collection von Schimmernde Legenden. Davon haben wir schon einige auf diesem Kanal aufgemacht. Aber da mir noch aus diesem Set die ein oder andere coole Karte fehlt und ich dieses Set einfach liebe, habe ich mir gedacht, weißt du was? Komm, holst du noch mal 3 davon. Und vielleicht haben wir Glück. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, das wird wohl das letzte Opening gewesen sein, wo ich diese Pin Collection öffne. Ja, ihr seht, naja. Ist nicht so. Oder war nicht so. Vielleicht ist es ja jetzt das letzte Mal. Die, die mich auf Instagram verfolgen, beziehungsweise mir folgen, ich hoffe, mich verfolgt keiner, die wissen, ich habe noch ein bisschen was anderes von Schimmernde Legenden. Weil, wie gesagt, ich liebe dieses Set einfach, das ist so toll. Ich kriege davon einfach nicht genug. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es gibt auch noch viele andere schöne Sets, aber ich bin hier einfach echt drauf hängen geblieben. Es ist einfach so. Es ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, was ist das? SM4? Ich glaube, SM4 müsste das sein. Und ja, einfach mega. Vor allem, dass man die auch noch zu einem anständigen Kurs noch bekommt, ist auch keine Selbstverständlichkeit. So um die 15 Euro kosten die. Das ist schon in Ordnung, wenn man überlegt, wie alt die Produkte auch schon sind. Wenn ich da an verborgenes Schicksal denke, meine Güte, also da sind die Preise ja gestiegen. Wenn ich da jetzt an die Collection denke, die kriegst jetzt so, glaube ich, ab 30 Euro, ne? Die haben vorher mal so um die 20 gekostet, beziehungsweise waren die sogar für unter, ich habe die auch für unter 20 Euro gekauft. Ja, das ist schon krass, ne? Und im Hintergrund seht ihr noch hier, ne? Top-Trainer-Boxen, verborgenes Schicksal, ja, da liegt man jetzt schon gut bei 100 Euro, ne? Ich habe die, glaube ich, mal für etwas über 40 gekauft. Das ist schon ein krasser Unterschied, Freunde. Aber Verborgenes Schicksal ist natürlich auch ein Mega-Set, ne? Und ich muss gestehen, so ein bisschen hat es natürlich auch den Rang bei mir von Schimmernde Legenden abgelaufen, ne? So, schwupps. Eine Menge Kunststoff. Sammelt ihr eigentlich auch Schimmernde Legenden? Habt ihr das Set schon komplett, oder? Wie handhabt ihr das? Also ich kann es euch nur empfehlen. Es ist auch nicht groß, dass es ja ein Zwischenset ist. Also wenn ihr jetzt, sag ich mal, das noch nicht habt und ihr sagt, naja, die ganzen Sets jetzt sind irgendwie so groß. Boah, fällt schon fast runter. Sehr ärgerlich. Ich hätte lieber ein Set, was ein bisschen kleiner ist. Was ich auch in dem Sinne mit nicht so viel Kohle vollkriege. Dann kann ich euch Schimmernde Legenden wirklich empfehlen. Ne? Hier SM93. Sind die dreimal Maschadov. Die werden gleich gesleeved. Lege ich mal da oben hin. Dreimal den Pin. Ach, da ist er. Schwupps. Mal gucken, welcher von den dreien gewinnt. Booster. Ganz, ganz wichtig. Ich ändere ja immer so ein bisschen den Hintergrund ab, damit es auch nicht so ganz langweilig wird. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder ob ihr sagt, naja, eigentlich spielt es gar keine Rolle. Manchmal habe ich auch nur die Playmate so im Fokus. Ja, ich finde es interessant, ne, wie ihr das so seht. Dann kann ich dementsprechend vielleicht auch das Ganze mal anpassen, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt. Bevor ich hier diese coole Playmate aus einer Collection gezogen habe, war es ja auch so, dass ich so eine Glurak Playmate hatte. Wenn ihr sagt, boah, hol die auch mal wieder raus, dann werde ich die auch mal wieder bei einem Opening rausholen. Soll ja nicht verstauben, ne? So. Wer von euch wird gewinnen? Oh, jetzt habe ich die durcheinander gebracht. So. Naja. Wer hier öfter mal das eine oder andere Video sieht, der fällt auch dann auf beim Schauen, dass ich schon manchmal auch den Inhalt vertausche. So.
Der aufmerksame Zuschauer. So. Dann fangen wir mal an. Mewtwo. Was hältst du für uns parat? Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Ihr sollt ja davon auch ein bisschen was haben. Vier von hinten nach vorne. Wie immer bei Sonne und Mond. Chance Transporter. Ach, herrlich. Ah, der Elektroball. So schön schlicht, gefällt mir. Ne? Zum Thema Setgröße 73, wer es nicht kennt. Lass da mal was drin sein. Ich brauche nur dieses Labor Mewtwo. Das wäre einfach so schön, wenn ich es mal ziehen würde. Ah ja, genau. Und in jedem Booster ist natürlich eine Holo drin. Ne? Das ist garantiert. Die sind natürlich aber auch nicht viel wert, da ja, in jedem Booster eine von denen drin ist. Auch hier wieder Mewtwo. Ich glaube, die häufigste GX hier drin ist guter Entei. Auch nichts wert. Nochmal ein Code für euch. Ja. Ja, über Support freue ich mich natürlich auch immer, ne, wenn meine Videos möglichst viele Leute gesehen haben. Wenn möglichst viele das Video geliked haben, da freue ich mich immer drüber. Ist natürlich immer ein bisschen Arbeit. Ich mache das ja rein hobbytechnisch, verdiene damit kein Geld. Und ich sage mal, ein Hobby macht einfach mehr Spaß, wenn man es mit anderen teilen kann. Und ich teile gerne meine Leidenschaft mit euch. So, und die Karte finde ich auch richtig schön. Die Pokémon-Züchterin, die gibt es ja auch als Full Art drin. Und hier haben wir aber auch nur das gute Shaman. Wie viele Booster haben wir? 9 Stück. Also einen richtigen Hit müssen wir hier rausziehen. Ne? Das ist klar. Das muss drin sein. Wir hatten natürlich auch schon mal, glaube ich, das Pech, dass wir hier nicht wirklich was rausgezogen haben. In einem Video habe ich sogar, glaube ich, 2-mal Enter gezogen. Ich habe sogar einmal aus einer Pin Collection 2-mal Enter. Freut man sich nicht so wirklich drüber, obwohl es eine GX ist. Aber Leute, ich liebe dieses Set einfach so. Das ist so schön, das ist so toll. Herrlich. Ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal so ein verschlossenes Booster von jedem Artwork weglegen. Ja, hatten wir doch vorhin auch schon mal. Doppelfarblos Energie. Viridium. Und ihr seht, auch hier ist nichts. Ja, sehr ärgerlich bis jetzt, sehr ärgerlich. Die werden natürlich nachher auch gesleeved, steht sich von selbst. Mache ich jetzt in dem Video aber nicht. Oh, das ist schwer, Rayquaza. Oh. Zornig, zornig, Leute, zornig. Drückt mir die Daumen, Leute, drückt mir die Daumen. Die gute Lilly, auch so eine schöne Karte. Das gute dieser Floor, Hyperball, mit einem Hyperball würde ich jetzt gerne was Schönes mitfangen. Die Zunge will wieder nicht so wie ich. Echt tolles Centering. Und dahinter haben wir eine Maschalow. Nö. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Guckt schon ganz grimmig. Das macht er immer. Ein ganz grimmiges Kerlchen. So ein ganz grimmiges Kerlchen. Los, ihr Booster, zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Mann. Aber ich habe ja schon gesagt, so viele fehlen mir da gar nicht mehr. Dann würde ich mir die Karten einfach einzeln holen. Das ist günstiger, als wenn ich dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Oh, Leute,
Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und das ist eine dieser Karten, die ich glaube ich auch noch brauche. Ich bin gerade dabei, die Sachen ein bisschen zu sortieren. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht genauso genau auf dem Schirm. Das ist halt eine dieser Karten, die ich noch brauche. Eine richtig schöne Karte. Und das Centering ist auch gut. Da kann man nicht meckern. Raichu GX Rainbow. Rare. Oh yes. Ah, herrlich, 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 herrlich. Dann hat sich das Ganze doch schon gelohnt. Schön, Leute, schön, ich freue mich. Ah, das habe ich mir jetzt aber auch verdient. Mir ging schon der Arsch auf Grundeis, Leute. Mir ging schon echt der Arsch auf Grundeis, wieder nicht zu ziehen. Aber ich habe ja gesagt, er war quasi zornig. Das Booster hat eine halbe Tonne gewogen. Muss an der Rainbow-Karte gelegen haben. So, mal gucken. Mal gucken. Darauf gibt es ja erstmal einen Code. Viel Spaß damit. Macht was raus. Können wir da jetzt nochmal nachlegen? Da können wir da jetzt echt nochmal nachlegen. Das wäre nicht das Labor Mewtwo gewesen, aber Raichu GX Rainbow. Mega, mega, mega. Ich sehe gerade, mein Akku ist gleich leer. Aber ich denke, das kriegen wir noch hin. Palkia, ja, Wame. Jetzt habe ich auch noch Zeitdruck. Aber ihr wisst, unter Druck entstehen Diamanten. Wer sich keine Diamanten leisten kann, der schenkt seiner Freundin halt irgendwie so ein Kohlebrikett. Ist am Ende eh das gleiche. Kohlenstoff ist Kohlenstoff. Ne? Nur die Form ist ein bisschen anders. So. Gut, Remote. Falter für Dennis. Hashtag Falter für Dennis. Ja. Die Card Buddies haben mich ja dazu gebracht, wieder anzufangen. Mega. Und jetzt haben die auch noch ihr eigenes Geschäft. Beziehungsweise ihr eigenes Studio. Manafi. Und ihr seht auch, das ist wieder so eine Trashbox gewesen. Trash Collection. Aber so ist das manchmal. Mit der Raichu GX bin ich ja schon zufrieden. Und ich finde die Karten einfach so schön. Die Artworks sind so gelungen. Da kriege ich einfach nicht genug von. Da kriege ich einfach nicht genug von. So, ihr Lieben. Volt des Booster. Jute Boilin. Ignivor. Zurokex, Tyrakrok, gib alles. Ich meine, ne, gerade hatten wir Kanimani oder einen Raichu. Mal schauen, was wir jetzt ziehen. Und Maschadorf. Egal, die Collection hat sich gelohnt. Das wiegt auch wieder. Gefühlt wiegt das mehr als das andere. Schauen wir mal. Gute Lili, Bisaflor, Kanimani, mit Kanimani hatten wir ja gerade schon Glück. Vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen Glück. Naja, immerhin Mewtwo GX. Ich wollte zwar das Labor Mewtwo haben, aber immerhin eine Mewtwo GX-Karte. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir zwei Hits aus 9 Boostern. Ich denke, das ist eine ganz stabile Ausbeute. Gerade weil wir auch eine Rainbow dabei hatten. Hinzu kommen natürlich noch die 3 Promos, die 3 Pins. Und wie gesagt, das ist dann unsere Ausbeute. 6 Normale. Irgendwo muss ich noch eine Holo mit weggepackt haben. Weil es waren ja 9 Booster. Ja, hier, Mewtwo Jigs. Und unser absoluter Hit.
Raichu Rainbow. Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr die Chance habt, solche Produkte noch zu erwerben und die habt ihr noch, schlagt zu, kann ich euch nur empfehlen. Und dann könnt ihr auch diese schönen Karten unter anderem ziehen. Ich hoffe, das Video hat euch genauso gefallen, wie mir das Unboxing gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt mir gewogen, ihr Lieben. Macht's gut, passt auf euch auf, euer Pokeknecht90. Ciao.